Guten Tag, guten Tag. Heute ist kein Webinar und heute ist wirklich kein großer Auftritt, sondern ein kleines Video zu einem bestimmten Thema. Ich habe angefangen, kurze Videos aufzunehmen, wo ich Ihre Situation lese und wo ich Ihre Fragen beantworte. Und falls Sie in einem schwierigen Fall meinen Rat brauchen, Sie können ganz gern Ihre Situation schreiben. Ich nehme ein kurzes Video auf und beantworte Ihre Frage. Also unser heutiges Thema ist, ich wollte die Frau testen. Ich lese, was der Kunde mir geschrieben hat und dann sage ich meine Meinung. Hallo Frau Drogen, ich Drogen, brauche mal Ihren Rat. Wie oben erwähnt, Einladung nach Palma in Deutschland, Flug war nicht bezahlt, wegen Corona geplatzt. Und ich habe der Dame zum Geburtstag, Ostern und Weihnachten ein Geschenk geschickt. Das heißt, Vorgeschichte ist, die haben sich auf unserer Party in Heidelberg kennengelernt. Das bedeutet, das erste Treffen war schon und jetzt schreiben sie miteinander. Und der Mann wollte die Dame zuerst nach Palma in Deutschland einladen, hat Flug noch nicht bezahlt. Also eigentlich seit einem Jahr haben sie einander nicht gesehen, nur schreiben. Und er hat mir mitgeteilt, zum Geburtstag, Ostern und Weihnachten habe ich der Dame ein Geschenk geschickt. Wie gesagt, wir kommunizieren täglich über WhatsApp. Naja, Frauentag. Da habe ich einen Dienstleister genannt in der Männerrunde beauftragt, ihr rote Rosen zu schicken. 130 Euro. Bewusst habe ich keinen Absender angegeben. Und davon er keine Antwort zu den Blumen kam, ihr nachfolgende Nachricht geschickt. Mache ich was falsch? Und da ist die Nachricht, dass der Mann an die Dame geschickt hat. Also er hat schreibt in dieser Nachricht, vor einem Jahr haben wir uns für 10 Minuten gesehen, ein privates Gespräch hatten wir nicht. Alles hat sich nur später zwischen uns entwickelt. Keine von uns beiden kann jetzt aktuell wissen, ob wir beide zusammen harmonieren und ich deine Erwartungen erfüllen kann. Daher ist es nicht ausgeschlossen, dass du von meiner Person enttäuscht werden könntest und parallel auch anderen Männern schreibst. Das ist verständlich, da unsere verfügbare Zeit ähnlich ist. Liebe und Glück gibt es nicht im Regal eines Discounters zu mitnehmen. Bitte nehme dir Zeit, auf meine Frage zu antworten. Ich habe dafür Verständnis und frage mich bitte, falls du noch keine Fragen hast. Hier ist meine Frage: Hast du noch andere Kontakte gleicher Art mit Männern, wie wir beide haben? Also die Situation, die haben sich persönlich mal kennengelernt vor einem Jahr, vor 10 Minuten und die haben nur in der Männer, also in der Runde mit anderen Teilnehmern unterhalten. Also wirklich keine, es hat damals nicht gefunkt, aber durch Kommunikation hat es gefunkt. Und die haben ein Treffen geplant und jetzt wollte der Mann der 8. März nutzen, um die Dame zu testen, ob die Dame wirklich mit anderen Herren noch schreibt. Deswegen hat er ihr mit Absicht einen Blumenstrauß ohne Namen geschickt. Das heißt, also wenn die Dame ihm gratuliert hätte, sich bedankt hätte für den Blumenstrauß, dann hätte er gewusst, er ist allein. Aber weil ja kein Danke von ihr kam, also keine große Dankbarkeit von der Dame kam, dann ist der Mann davon ausgegangen, es gibt andere Mitbewerber. Eigentlich, erstens, die Dame ist ihm nicht verpflichtet. Die haben sich vor kurzem, vor einem Jahr gesehen, seitdem schreiben sie, das ist Freundschaft. Das bedeutet überhaupt keine Verpflichtungen. Er kann mit 20 Frauen schreiben, sie kann mit 10 Männern schreiben. Das ist normal, das ist legitim. Das ist kein Grund vorzuwerfen und das ist kein Grund, irgendwelche Tests zu machen. Man geht davon aus, es könnte sein, dass die Dame nur mit mir schreibt oder aber von der anderen Seite, es könnte sein, dass die Dame auch mit jemandem schreibt. Ist okay. Wir hatten wirklich nichts, wir haben uns nicht geküsst, wir haben uns nicht berührt, wir haben wirklich nicht mal eine Stunde zusammen verbracht. Wir schreiben nur. Das heißt, alles kann sein. Es gibt keinen Grund, irgendwelche Fragen solcher Art zu stellen. Erstens. Zweitens. Die Dame hat ihr Leben nicht in Vakuum verbracht. Es könnte sein, die Dame hat Freunde oder die Männer, die versuchen, ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, oder Kollegen,
oder die Kinder haben das organisiert oder Familie hat das organisiert, dass die Dame zum 8. März ein Geschenk bekommt, einen Blumenstrauß bekommt. Deswegen, es könnte sein, dass die Dame wirklich absolut harmlos einen Blumenstrauß bekommen hat. Und wenn kein Absender ist, wie kann ich wissen als Frau, bei wem soll ich mich bedanken? Also die Dame hat ihr Leben auch irgendwo verbracht und nicht einfach so auf dem Himmel, auf dem Regal in Erwartung, dass einer kommt und letztendlich die Blumen schenkt. Und drittens, ehrlich gesagt, ich bin generell gegen allerlei Testen. Ich denke, wenn wir eine Kommunikation anfangen und wenn wir Korrespondenz anfangen, wenn wir Beziehung anfangen, wir gehen davon aus, dass unser Gesprächspartner auch das ehrlich meint. Und es gibt keinen Grund, also ich glaube nicht, und rein psychologisch ist es auch bewiesen, Vertrauen kann man nicht gewinnen. Entweder hat man die Eigenschaft, den anderen Menschen zu vertrauen, oder hat man diese Eigenschaft nicht. Wenn der Mann wirklich misstrauisch ist, obwohl er wirklich nur mit der Dame nur schreibt und es wirklich noch nichts passiert und durch die Blumen wollte er herausfinden, ob die Dame mit jemandem schreibt oder nicht. Erstens, wozu braucht er diese Information? Hauptsache ist, die Dame antwortet ihm und die schreiben täglich. Das bedeutet, von der Seite der Dame besteht doch Interesse, also eigentlich die Dame ist dabei. Und zweitens, wir in unserem erwachsenen Leben, wir wollen keine Komplikationen. Wenn zuerst wird die Dame durch die Blumen getestet, ob sie jemanden hat oder nicht, dann wird er noch einen Freund schicken und die Dame anschreiben, um rauszufinden, ob die Dame ihm antwortet oder nicht. Also eigentlich, wenn wir getestet werden und wenn wir rausfinden, dass wir getestet werden, das ist irgendwie Zeichen, es wird auch weiterkommen. Es ist, als ob ich nicht einfach in meiner Beziehung mich ablehnen kann und wirklich mich entspannen kann und wirklich schöne Zeit mit diesem Menschen verbringen kann, sondern ich stehe wirklich unter Kontrolle und ich werde durch die Lupe beobachtet und diese Person hat Recht, mich zu testen. Liebe Herren, testen Sie Ihre Partnerin nicht. Wenn Sie der Dame nicht vertrauen, wenn Sie denken, die Dame macht irgendwas, irgendwo, irgendwie, dann lassen Sie die Geschichte und dann suchen Sie sich die nächste. Aber solche Testen, also ehrlich gesagt aus meiner Sicht, ich als Frau, wenn ich gewusst hätte, ich würde durch die Blumen getestet, ich hätte wahrscheinlich Kontakt abgebrochen. Weil das bedeutet, dieser Mann hat kein Vertrauen zu mir, vertraut mir nicht und ich muss keinem Menschen was beweisen. Wir müssen, also sie wollen auch nichts beweisen. Sie wollen einfach akzeptiert werden, so wie sie sind und nicht irgendwelche Beweismaterialien wie zur Polizei bringen oder zum Finanzamt, um wirklich nachzuweisen, dass sie vertrauenswürdig sind. Also bitte keine Testen, liebe Herren, keine Testen. Entweder sind sie in dieser Beziehung, in dieser Kommunikation und sie vertrauen der Dame oder sie suchen einfach weiter, wenn sie kein Vertrauen zu dieser Dame empfinden. Ja, ganz einfach. Also keine Testen, bitte. Ich hoffe, das Video war für Sie hilfreich und Sie können ganz gern Ihre Situation mir weiter schildern. Ich beantworte solche Fragen ganz gern. Schicken Sie mir eine E-Mail mit Ihrer Situation und ich nehme noch ein Video auf und beantworte auch die Fragen zu Ihrer persönlichen Situation. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und nicht vergessen, am Samstag, am 13. März, ist die Online-Single-Dating-Party. Sie können ganz gerne teilnehmen. Wir haben nur noch einen freien Platz, kostenlos. Sie können diesen Platz ergattern und dann finden Sie vielleicht Ihre Traumprinzessin morgen. Ich finde einen schönen Tag, schönes Wochenende und bis zum nächsten Video.